Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight 100%. In diesem Part kümmern wir uns um den Turmaufstieg. Ja, wie schon im letzten Part gesehen, erwarten uns hier einige Elemente aus den vorherigen Leveln, die wir so bestritten haben. Im letzten Part haben wir uns ja, erneut gegen Black Knight gestellt, der uns eine würdige Revanche geliefert hat. Und nun sind wir auf dem Weg zur Verzauberin. Und ja, mal gucken, wie es da so wird. Ja, dem ein oder anderen treuen Abonnenten ist vielleicht aufgefallen, dass wir einen anderen Goldzähler haben. Das hat den Grund, dass ich noch einmal neu aufnehmen musste. Denn irgendwie hatte ich das Ganze hier schon mal aufgenommen, aber irgendwie hatte die Technik nicht so gestimmt und ich war so ein bisschen erkältet und deswegen wollte ich die Part einfach nicht hochladen und lieber noch einmal neu aufnehmen. Damit halt, ja, bessere Qualität hat, sich besser anhört und, ja, präsentativ ist. So. So viel will ich aber auch gar nicht dazu eingehen. Und machen wir auch einfach weiter. Und da haben wir schon die gute alte blaue Plattform von Polar Night Stage. Zudem auch noch sehr schön viel Lava. Richtig Privatzone-like, ne? So. Okay, der springt in sein Verderben. Mal ein bisschen abwarten. Nicht zu früh losrennen. Wir wollen nicht gerüstet werden. Bratener Ritter schmeckt, glaube ich, nicht so gut. So haben wir unseren guten alten Freund von der Propeller Night Stage. So. Jawohl, damit. Nicht der. Oho. Okay, das hätte auch ins Auge gehen können. Ich wollte ihn erst mit der blauen Plattform rammen, aber irgendwie habe ich mir das so ein bisschen vergeigt. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Wir sind ja nicht runtergeflogen oder so. Das ist die Hauptsache. Jetzt haben wir hier die Fließbänder von Tinker Night Stage. Und ein Scrolling Level nach oben. Das war ja auch Tinker Night Stage. So. Hier muss man ganz besonders gut aufpassen, denn diese Stacheln hier, da springt man gerne schon mal gegen. Man muss am besten nicht die Bewegungstaste drücken, also das Steuerkreuz oder das Joypad, sondern am besten einfach sich von dieser Plattform schieben lassen und einfach B drücken. Ansonsten einfach gegen diese Stacheln rast und das, ja, sehr ärgerlich ist. Wow, wow, Bogenschütze. Jetzt haben wir auch noch unsere Rattenfreunde hier. Aus Bleach Night Stage. So, wir haben auch schon fast den Aufstieg gemeistert. Fehlt nicht mehr viel, nur noch ein Bogenschütze. Und die letzte Leiter für diesen Durchgang. Und weiter geht's. Ah, hier haben wir so ein Riesenfestmahl. Äpfel, Karotten, noch eine Karotte. Das ist übrigens Zufall, was da drin ist. So, jetzt hätten wir eigentlich übrigens noch ein Achievement bekommen. Und zwar, dass wir alle Checkpoints zerstört haben. Aber wie gesagt, ich nehme ja noch einmal auf. Deswegen wird das gar nicht angezeigt, weil ich schon erhalten habe. So, jetzt haben wir ein paar alte Freunde. Oh, also das ist opulent. Wer hat zugelassen, dass dieser Power-Turbel unser so üppiges Mahl verdirbt? Kaum eine Überraschung, dass du schon wieder da bist, wo du nicht hingehörst. Wir sollten dich bestrafen. Jetzt sitzt du in der Tinte. Wir wollen Revanche. Mein neuer Plan ist makellos. Diesmal kannst du nicht gewinnen. Also ein Kampf ums Ganze. Wunderbar. Wer fängt an? Gib mir mal das Salz. Und da haben wir King Knight. Der erste Boss fängt natürlich an, das ist natürlich sehr passend. Natürlich cool, wenn es nach der Reihenfolge wäre, aber es ist leider unmöglich. Die Ritter kommen übrigens nahezu komplett random. Warum nahezu, das erkläre ich später, wenn es soweit ist. So.
Ich find's immer ganz witzig, wenn Tinker der Erste ist, aber das werdet ihr ja später auch noch sehen, warum. Hier hat's leider nicht geklappt. Und da fliegt schon King Knight. Wer ist der Nächste? Oh, das ist Polar Knight. Da haben wir schon unsere Ausnahme. Denn Polar Knight ist eine Ausnahme da drin. Denn Polar Knight muss in den ersten drei Kämpfen vorkommen. Das wurde so einprogrammiert, das hat einen bestimmten Grund. Und zwar kann Polar Knight nämlich einen One-Shotten wegen seinen Stacheln hier unten. Und das wäre halt schon mal ein bisschen bitter, wenn du so alle Ritter weg hast, nur noch Polar Knight und der One-Shot dich einfach mal. Was dann doch ein bisschen fies ist. So, ich lasse mich hier gerade mit Absicht treffen, damit ich unbesiegbar werde. Denn wir haben jetzt so eine kleine, ja, Invincibility-Frame, sage ich mal. Wenn wir getroffen werden und dadurch können wir halt auch auf diesen Stacheln laufen. Und da haben wir Pleach Knight. Ich behalte jetzt mal meinen Tote ein bisschen. Denn Pleach Knight wird uns mal wieder sehr abverlangen. Aber wir haben einen kleinen Vorteil im Vergleich zur letzten Stage. Wir können uns einmal kurz aufhalten. Und wir haben mehr Leben. Aber nichtsdestotrotz ist und bleibt Pleach Knight ein gefährlicher Bossgegner, den man niemals unterschätzen sollte. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte weg von seinem Leben. Und ich sollte auch aufpassen, denn es kann ganz schnell schon mal, ja, um ein Geschehen sein. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Noch ein Schlag und weg ist er. Wer ist der Nächste? Oh, Specty. Ich behalte mal wieder meinen Truder. Fürs Erste. Ja, Specty ist ein bisschen schwieriger geworden, denn die Plattformen sind kürzer. Deswegen kann einen die Sense leichter erreichen, die man sieht. Was dann schon mal, ja, mir sieht man es wieder. Was schon mal ein bisschen tricky ist. Allerdings nimmt die nicht allzu viel ab, deswegen ist das nicht so das Problem. Aber das ist meiner Meinung nach der längste Bossfight, weil, ja, Specty macht genau schon mal so ein kleines Stellungsspiel. Und das kostet halt schon mal Zeit. So, jetzt haben wir ungefähr mal wieder die Hälfte erledigt. Und da kommen seine guten alten Gerippe. Nehmen wir jetzt auch mal den Truter. So. Also viel fehlt nicht mehr. Jetzt sollte gleich den Raum abdunkeln. Yep. Sehr schön. Da haben wir ihn genau, wo ich ihn haben wollte. Und weg ist er. Wer ist... Ah, ich dachte, er ist Tinker Knight. Er war irgendwie schon so kurz vorm Sessel gesprungen. Aber nein, es ist Treasure Knight. Er zieht sich nach oben. Dann grab ich mir gerade mal den Tod an. So. Stimme ich gerade ein bisschen blöd an. Aber an sich geht's gerade. Wir haben's fast. Nur noch viermal und tschüss. Wer ist der Nächste? Die letzten drei. Tinker Knight, diesmal. Sich Treasure Knight wahrscheinlich gerade so ein bisschen vorgedrängelt. So. Ich finde ihn ja persönlich immer noch in dieser Form gefährlicher als in seiner zweiten. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich einfach nicht wirklich so gut bin im Ausweichen, aber was soll's. Ich hole auch schon mal den Shooter. Aber wir haben sie ja fast. Unser Chuck Now ist hier. Oh, tschüss. Natürlich hat er noch seinen Riesenroboter dabei. Sonst wäre es ja auch langweilig. Ich meine, Bosskampf ohne Riesenroboter. So. Au, da hat er mich nochmal erwischt. Habe ich doch noch dran gekriegt hier. So. Der ist jetzt relativ schnell da. Noch ein Schlag und da fliegt Tinker Knight. Und die letzten beiden. Oh, Polar Knight. Oh Gott. Nein, Propeller Knight. Fangen aber beide mit P an. Und das ist jetzt gerade schlecht, das wollte ich eigentlich nicht einsammeln. Ist die Frage, warum? Das hat einen bestimmten Grund, weil
ja, Propellanite relativ gefährlich ist. Er kann einen nicht mehr one-shotten wie in seiner vorherigen Stage. Aber er ist trotzdem ein ziemlich gefährlicher Boss. Da trotzdem er mich trotz ja, alledem sehr viel Schaden anrichtet. Und das halt ziemlich ins Auge gehen kann. So, aber wir haben ihn nochmal erledigt. Da fliegt die Rose und der Vorhang. Für Propellanite oder für unseren letzten Boss. Moonlight. So. Jetzt haben wir ihn gerade richtig schön gut getroffen. Es war nicht so gut wie in seiner ersten Stage. Oh, oh, oh. Da auch nochmal erwischt. Er ist ja leider unbesiegbar, wenn er in diesem Feuer gehüllt ist. Sonst hätten wir ihn schon längst erledigt. Jetzt ist es gerade ein bisschen eng hier. Autsch. Kriegen wir aber trotzdem nochmal hin. Oh, tschüss. Der schwerste fällt nach ganz unten. Na gut, vielleicht doch nicht. Hilf uns, Shovel Knight. Du lässt uns doch nicht im Stich, oder? Natürlich nicht, meine Herren. Wir sind ja der Protagonist, da können wir dich einfach sterben lassen. So, gesprochen habe ich jetzt mit dem Licht, die kann man nochmal ansprechen. Das machen wir im zweiten Durchgang. Und hier haben wir schon das schöne Gesicht von der Verzauberin. Denn das wird das letzte Level sein für diesen Durchgang. Dann haben wir den ersten Durchgang gemeistert. Und das machen wir im nächsten Part von Let's Play Shovel Knight. 100%. Man sieht sich.